Es sind Ihre Freunde, die uns interessieren, Sokolov. Sie haben ein Bild der Geliebten des Lordregenten gemalt, der Edelfrau, die mit ihrem Vermögen das Militär finanziert. Sie ist der Schlüssel zur Kontrolle des Lordregenten über die Stadt und wir wollen ihren Namen. Es tut mir leid, Herr Gürl, ich kann Ihnen nicht helfen. Es ist Zeit, ihn zu befragen. Okay, dann befragen wir doch mal den Kollegen hier. Sie sind Teil dieser Unruhen, doch ich weiß, dass Sie Ihre Gründe haben. Ja, in der Tat. Alles, was wir brauchen, ist der Name der Geliebten des Lordregenten. Mehr nicht. Den werde ich Ihnen nicht verraten. Sie müssen die Worte schon aus mir rauszwingen, doch ich warne Sie, meine Willenskraft ist legendär. Ach, wirklich? Mal sehen, ob die Ratten hungrig sind. Vielleicht finde ich ein bisschen... Nee, bestechen will ich ihn nicht. Also wir haben jetzt quasi zwei Möglichkeiten. Wir könnten ihn bestechen, aber das wäre irgendwie voll höflich gegen das Arschloch und ich mag den eigentlich überhaupt nicht. Ich lasse ihn mal fragen, ob er die hungrigen Ratten lieber anschauen will. Mal schauen, wie ihm die Ratten gefallen. So spät. Ach, auf einmal. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich Sie weder sehen noch Ihren ganzen Namen hören durfte. Sie nannte sich selbst Lady Boyle, verstehen Sie? Ich habe Ihre Rückenansicht gemalt. Ach, auf einmal kann er reden. Aber ich weiß nicht, welche Boyle es ist. Sie sollte mir heute Abend auf einem Maskenball zu ihren Ehren vorgestellt werden. Ein Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Ein Maskenball im Hause Boyle? Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber die Boyles sind reich und skrupellos, also wird ihr Haus gut bewacht sein. Und ich bring jeden um. Haben Sie schon eine Maske? Nicht wahr, Corvo? Ja, Sie werden sich unter Sie mischen, wenn Sie einmal im Haus sind. Sie müssen herausfinden, welche der Boyle-Damen es ist und sie dann irgendwie eliminieren. Wir sind fast am Ziel, Corvo. Wenn Sie das heute schaffen, können wir den Lordregenten selbst besiegen und Emily auf den Thron setzen. Oh, wir sind... Also, wir können eigentlich fast sagen, wir sind hier fast durch, wenn wir ihn so zuhören. Wir sind knapp am Ende anscheinend. Oh, was weißt denn du schon wieder? Ich höre, sind Sie zur Feier der Boyles unterwegs. Ich habe nur eine kleine Bitte an Sie. Der Suffkopf. Geben Sie bitte Lord Shaw diese Nachricht. Sie erkennen ihn, ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und er sucht wohl nach mir. Ach so. Ich wusste das. So verlass uns sagen, was du tun sollst. Okay, soweit so gut. Wir wissen nun, was wir zu tun haben. Wir wissen, was als nächstes kommt. Na du? Waren Sie mal in der Seeschlacht? Aber natürlich. Haben Sie Piraten gesehen? Welche versenkt? Selbstverständlich. Dutzende. Oh ja. Aber das ist nichts für junge Mädchen. Aber ich werde Kaiserin werden, oder? Dann muss ich selbst viele feindliche Schiffe versenken. Das machen Kaiserinnen doch, oder? Gewiss. Ich habe gelesen, dass Piraten Hexen an Bord haben, die Stürme beschwören und Wale befehligen können. Stimmt das? Ja. Nun, größtenteils. Lassen wir das jetzt. Na gut. Die ist so putzig. Ich mag die Kleine. Die ist so putzig. Oh, du bist so fett, Alter! Admiral, hochschießt mich in die Luft. Du bist so viel zu fett. Na du? Der Maskenball der Boyles, wie? Eine spaßige Sache, aber nicht für jeden. Bereit? Jo, ich bin ready. Lass uns aufbrechen. Wir finden hier keine Ruhen, keine Skelette, deswegen Maske auf und auf geht's. Gabsi! Du schreibst ja schon wieder so viel. Was? Du schreibst schon wieder sehr viel. Hört mal alles. What the fuck? Meine Güte, der Lordregent legt sich für die Boyles ins Zeug. Ja. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen.
Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich. Ach du Heiliger. Diesmal haben wir wirklich extreme Gegner. Man sieht irgendwie, ja. Ich meine, wenn man den sich so anschaut, brauche ich gar nichts mehr sagen zu. Eppa. Okay, wir sind hier also quasi am Anfang irgendwie recht gestrandet. Wir müssen wohin? Dahinter. Fire der Boils. Da müssen wir hin. Das ist eigentlich ganz in der Nähe. Nur interessiert mich auch, was haben wir hier alles da? Knochen, Runen. Boah, jede Menge. Oh, da ist ein Knochen gleich in der Nähe. Okay, ich würde sagen, wir machen wie immer beim nächsten Mal weiter. Hier ist unser Safety Point, wie immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dishonored, Schatten im Dunkeln und Maskenträger. Gabsi, noch ein paar Worte? Nein, gerade nicht. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ja. Yeah.